they just set the green flag drop. So, und Mac Power geht Williams. Und dann geht der Ferrari in Führung hier beim Heimspiel. Und alle berühren sich und Schiaf durch beide durch und holt sich beide. Nach einem langen Kampf gegen Williams konnte Ferrari beide Titel gewinnen, worüber man sich sehr, sehr freute. Bei den Testfahrten waren die Zeiten sehr gut, wenn man aufs Tempo drückte. Und die Zuverlässigkeit war auch top. Man hat die meisten Runden aller Teams absolviert. Hyper Hyper konnte sich den Titel im Ferrari holen. 6 Siege konnte er im Laufe der Saison für sich verbuchen. FM 1996 bleibt Ferrari ebenfalls erhalten und wurde WM 12. 2 Siege holte er, einen in Bahrain, einen in Australien. Das Ziel von Ferrari ist natürlich, beide Titel zu verteidigen, und wenn es geht, diesmal ein bisschen souveräner. Williams hatte letzte Saison einen starken und langen Kampf gegen Ferrari, da beide Teams auf einem etwa gleichen Niveau waren, wurde der Kampf relativ lang geführt. Die Zeiten waren nicht weit weg von den Top-Zeiten der anderen Teams. Und die Zuverlässigkeit war auch hervorragend, weil man ziemlich viele Runden absolvieren konnte. Sir Saft sagt 98, WM 13. wollte von Sauber weg. Ein Podestbesuch hatte er mit einem dritten Platz in Australien. Maxo 07, WM 21. hofft auf einen zuverlässigen Wagen als letzte Saison. Platz 4 war sein bestes Ergebnis bei wenigen Ankünften letzte Saison. Das Ziel von Williams ist dieses Mal nicht um Siege zu kämpfen, sondern in jedem Rennen um die Punkte zu kommen. Der neue Renault-Motor half McLaren wieder nach vorn zu kommen und die gute Entwicklung tat das Übrige. Aber viele Fahrerwechsel sorgten für Unruhe im Team, wodurch manche Ergebnisse nicht gut waren. Das neue Motor-Update brachte das Team näher an die Spitze, aber die Zuverlässigkeit leidete etwas unter dem Update. Prinz Binz, WM 15. hofft auf einen besseren McLaren als letzte Mal. Sein bestes Ergebnis war ein 4. Platz in Japan. Sip Borden, WM 16. fühlt sich bei McLaren wohl und bleibt dort. In Bahrain und in den USA landet er auf Platz 3. Das Ziel von McLaren ist, die Lücke nach vorn zu schließen und vielleicht öfter mal auf dem Podest zu landen und vielleicht ein paar Plätze gut zu machen in der KBR. Toro Rosso hat einen guten Kampf gegen McLaren letzte Saison um Platz 3. Durchgehend gute Ergebnisse waren eine Überraschung für das Team. Honda brachte sowie Renault einen neuen Motor-Update. Aber genauso wie bei Renault wurde auch die Zuverlässigkeit verschlechtert, anstatt verbessert. Volsi 12 wurde vom Team zum Stammfahrer befördert. 2 Siege bei kleinen Einsätzen befürworten die Beförderung zum Stammpiloten. Koschka, WM 18. wechselte von Red Bull zu Toro Rosso. Zweimal knapp scheiterte er am Podest. Das Ziel von Toro Rosso ist es, häufiger aufs Podest zu fahren und vielleicht mal wieder öfter Siege zu feiern als noch letzte Saison. Renault hatte eine leistungsmäßig konstante Saison mit ein paar Höhepunkten. Am zufriedensten war man mit dem Motor, weil der großartig lief. Beim Testfahrten
war das Tempo auf jeden Fall in die richtige Richtung. Kleine Probleme in der Zuverlässigkeit gab es natürlich. Don Brumello konnte Renault überzeugen, ihn unter Vertrag zu nehmen. Kleine Erfahrungen in den unteren Serien holte er. Alemannia 95, WM 14. stieg vom Haas in den Renault um. Starke Auftritte bei seinen 4 dritten Plätzen letzte Saison. Das Ziel ist es, den nächsten Schritt Richtung Titel zu machen. Erstmal sollen Siege folgen. Mercedes hatte keine gute oder auch keine schlechte Saison, man war eher so Mittelmaß. Aber abschiedsmäßig war man einer der besten Teams und manchmal war man unterirdisch. Bei den Testfahrten war man sehr zufrieden, man war wieder vorne mit dabei. Und die Zuverlässigkeit war auch ziemlich gut, weil man sehr, sehr viele Runden absolvieren konnte. Didi Paul WM 7. möchte mehr Leistung haben als noch letzte Saison von Renault. In Japan und Russland konnte er Platz 3 feiern. EasyCoolX WM 17. freut sich auf eine weitere Saison mit Mercedes. Mit 2 fünften Plätzen scheiterte er knapp am Podest. Das Ziel von Mercedes ist erstmal eine konstante Saison hinzulegen und gute Höhepunkte zu setzen wie ein paar Siege. Haas hat einen sehr guten Saisonstart und man war vorne mit dabei. Aber durch die falsche Entwicklung landete man leider etwas weiter hinten in der KWM. Die Testfahrten wurden mit gemischten Gefühlen gesehen. Aber Haas war sehr konstant, was zumindest die Zuverlässigkeit angeht. Brandon Berlin, WM 4. möchte Haas helfen, wieder nach vorn zu kommen. Sein bestes Ergebnis war ein 2. Platz. Cardino bekommt vom Team das Vertrauen. Bei kleinen Einsätzen letzte Mal war sein bestes Ergebnis ein 6. Platz. Das Ziel ist es von Haas, nicht falsch zu entwickeln, um weiter vorne zu stehen, um endlich mal unter die Top 4 zu kommen. Alfa Romeo Sauber hatte letztes Mal einen schlechten Saisonstart. Aber eine sehr starke Entwicklung sorgte für eine Leistungsexplosion, wodurch man sehr viele Punkte am Ende holen konnte. Der Grundspeed ist besser als letzte Saison und war mal weiter vorne mit dabei. Auch der Motor war sehr zuverlässig, wie bei jedem Ferrari-Motor. Kevlino kommt aus der E-Liga und wurde Vizemeister und müsste sich nun in der D-Liga beweisen. Gucken, wo er genau landen wird. Kia 97 kommt ebenfalls aus der E-Liga. Er wurde WM-Dritter in dieser Liga. Und ist genauso wie bei Kevin, man muss gucken, wo er landet. Das Ziel ist es, nach der Eingewöhnung der Fahrer, sie sollen viele Punkte sammeln, um das Team helfen, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Red Bull hat ein komplett falsches Autokonzept gebaut. Man war selten weit vorne. Die Fahrer hatten keine Chance mehr zu holen, als drin war. In den Überwinter hat man die richtige Entwicklung gehabt. Man war auf einmal wieder weit vorne mit dabei. Und man hatte auch vor allem die meisten Runden aller Renault angetriebenen Fahrzeuge. Marco 2004 Reus wurde WM 6. und wurde von Toro Rosso geholt, um zu helfen, wieder nach vorne zu kommen. Viermal feierte er Platz 2. Gordon WM 24. wollte weg von Racing Point. Wegen dem unzuverlässigen Wagen war nur einmal Platz 9 möglich. Das Ziel ist es, von Red Bull die letzte Saison vergessen zu machen und relativ schnell wieder vorne anzugreifen.
Crew Racing Point war eine sehr schlechte Saison. Man hat eine sehr schwache Zuverlässigkeit und man hat in Sachen Aerodynamik auch noch in die falsche Richtung entwickelt. Im Test fährt man positiv, man war ein bisschen näher an der Konkurrenz und die Zuverlässigkeit hat sich ebenfalls noch verbessert. Marcel CGN 88 wurde WM 10. und versucht sein Glück beim Team. Sein bestes Ergebnis waren 2 dritte Plätze. Kuni 3188 wurde WM 19. und hofft auf einen zuverlässigen Wagen als letzte Saison. Mehrmals 2 in den Punkten, aber nur 2-mal Platz 8 war sein bestes Ergebnis. Für Racing Point ist das Ziel, wieder öfter in die Punkte zu kommen und vor allem öfter ins Ziel zu kommen.